Hallo ihr Lieben, ich dachte, ich mache mal wieder einen Vlog. Ich bin hier heute voll im Gammel-Look. Ich weiß nicht, ich habe es heute irgendwie Bedürfnis gehabt, mich bequem anzuziehen. Wir haben es total schönes Wetter, wir haben es aber auch schon 12.10 Uhr. Ich habe gerade für euch noch ein Video geschnitten. Ich war schon Altpapier wegbringen. Es läuft oben schon die zweite Waschmaschine. Was habe ich heute noch gemacht? Mit einer Freundin telefoniert. Deswegen habe ich da gar nicht die Kamera angeschmissen. Hier liegen noch zwei H&M-Pakete, die Sachen... Ich weiß gar nicht, habt ihr das gesehen? Ich hab so schnell geschwenkt. Die Sachen, was da drin sind, sind aber alle für meinen Mann. Dem habe ich ein paar Sachen bestellt. Mal schauen, ob ihm da irgendwas taugt oder gefällt. Wir waren letztens selber im H&M, aber da gab es gar nichts Schönes. Deswegen habe ich mal ein bisschen rund bestellt. Da darf er dann später noch auspacken. Ja, und ich dachte mir auf jeden Fall, ich gehe jetzt in den Garten und mache ein bisschen Gartenarbeit. Weil, ich kann euch das mal sagen, was ich hier vorhab. So, Gott. So warm heute und ich habe hier so Guschel, aber es ist ja schön, dass es wieder so warm ist. Hier wollte ich das, den Tisch und alles ein bisschen winterfest machen, das alles nach hinten rücken. Die ganzen Paprikas wollte ich jetzt wegtun. Da hängen jetzt noch ein paar Früchte dran, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr. Jetzt ist vorbei. Die Saison, wir haben Ende Oktober oder Ende Oktober, naja, auf jeden Fall ist Oktober auch bald zu Ende und deswegen müssen die Früchte da jetzt weg. Die in den großen Pottichen, denke ich, lasse ich noch. Aber Hauptgrund, warum ich eigentlich raus wollte, ist, ich kann es euch mal zeigen. Ja, die Bambusse hier, die muss ich jetzt dann auch mal schneiden. Die knipse ich dann später noch ab. Ich zeige euch, oh, da gibt es noch Früchte, schaut's mal. Aber die sollen eigentlich schwarz werden, noch sind sie rot. Oh, schön. Das ist eine ganz späte Brombeere hier. Aber vielleicht wird sie noch. Mal schauen, jetzt ist er gerade wieder warm. Hier, das Tomatenfeld hier. Schaut euch das mal an, ey. Die restlichen Tomaten, wo jetzt noch grün sind, habe ich euch ja auch gefragt. Die werde ich jetzt noch ernten und pflücken. Und da sind ja noch ein paar rote auch noch mit dabei. Das ist ja bunt gemischt. Das werde ich auf jeden Fall hier alles wegmachen. Und sauber machen und die Stöcke raus und abreißen. Ne? Kommt es, die ganze Pflanze wegmachen. Und dann, wenn ich immer noch Lust habe auf Gartenarbeit, habe ich mir gedacht... Da haben wir nämlich schon angefangen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gezeigt habe. Das Hochbeet, das hier. Ich demonstriere. Das Hochbeet soll nämlich weg. Ich benutze es einfach nicht. Das wurde mir dieses Jahr sowas von zerfressen, von den Schnecken und keine Ahnung, nichts ist da gewachsen. Deswegen habe ich keinen Bock mehr. Deswegen tun wir gerade die ganze Erde hier, hier steht die Schaufel schon, rausschaufeln. Da hinten, da, wir haben ja, da seht ihr, das ist ein bisschen bucklig. Da kann man das auffüllen. Da tun wir die Erde hin. Und danach tun wir das halt weg, das Holz, und lassen dann wieder normale Wiese da drauf wachsen. Und dann hat sich das mit dem Hochbeet. Ja, ich weiß, mein Mann würde jetzt sagen, du wolltest unbedingt dieses Hochbeet. Unbedingt. Ja, ich weiß, ich wollte es unbedingt. Aber jetzt will ich es halt nicht mehr. Deswegen darf ich da so, mein Mann hat mir ein bisschen geholfen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen darf ich das wahrscheinlich selber entleeren, weil er hat es für mich gebaut, weil ich es unbedingt wollte. Und jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. Und jetzt stört es mich da einfach. Jetzt muss es da weg. Weil einpflanzen tue ich da nichts. Und wenn man nicht ein Hochbeet einpflanzt, dann muss es halt einfach weg. Ja, hier haben wir auch noch Paprika. Ich denke mal, die lasse ich. Die stört mich da jetzt weniger. Ich mache jetzt erstmal die Sachen, wo mich schon länger stören. Und dann legen wir mal los. Ich zeige euch mal später dann die Endresultate. So, ihr Lieben, ich bin K.O. Hier habe ich die ganzen Pflanzen weg. Den Tisch ganz hingeschoben, und wenn es dann schneien anfängt, machen wir meistens noch eine Plane drüber, obwohl es ja ein Dach hat, aber wenn es schief schneit, dann kommt da halt auch Schnee hin, deswegen machen wir dann im Winter, also wenn es wirklich noch ein bisschen kälter wird, machen wir eine Plane hin. Noch, denke ich, passt es so. Da habe ich auch ein paar Blumen entsorgt. Die Dingsbums, da tue ich gleich noch in die Kiste rein, das habe ich jetzt noch nicht geschafft. Durchgekehrt habe ich hier eben, und dann gehen wir zu meinen Tomaten. Da sieht man auch das Resultat. Oh Leute, Gartenarbeit ist so, so anstrengend. Das glaubt ihr mir gar nicht. Hier habe ich überall die Ränder geschnitten, aber halt nicht weggekehrt. Weil unser Robby macht ja, sieht man hier überall die Ränder halt mit so einem Zzzz, ne? Tomaten sind weg. Hier, hier, hier. Da habe ich beim Rechen so grob drüber und fertig. Dann ist Platz für nächstes Jahr. Nächstes Jahr nehme ich nicht ganz so viele. Ich glaube, 5 Tomaten reichen hier völlig aus, ja. Den Bambus wollte ich auch noch schneiden, aber ich habe jetzt aber noch mal geschafft, habe keinen Bock mehr, aber dafür habe ich die ganzen Ränder hier noch geschnitten und das Beet, ja, es steht noch, mal schauen, wie lange es noch steht, ich habe jetzt keinen Bock mehr.
Hallo ihr Lieben, es ist schon der nächste Tag. Ich habe gestern mal wieder nicht weitergevloggt und mitgefilmt, weil es halt einfach nichts passiert mehr. Spannend ist, ich bin noch zur Post gelaufen. Boah, ich glänze zurzeit immer. Ich glaube, das ist so ein scheiß Make-up, was ich habe. Ich habe das von L'Oreal. Hey, das sind die günstigen besser wie die teuren. Ich glänze mal wie eine Speckschwarte und ich tue schon abpudern. Oh, nee, ist ja wurscht. Dann glänze ich halt ein bisschen. Ich habe ein Paket bekommen. Und ich weiß noch gar nicht genau, was drin ist, aber natürlich packe ich das mit euch aus. Amazon, von Amazon. Ja, ich glaube, ich weiß schon, was drin ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Was in dem schönen Paket drin ist. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wir packen es mal aus. Ich hole mir mal schnell ein Messer. Ich habe echt keine Ahnung, was da drin ist, Leute. Dental Carlos Remover steht drauf. Keine Ahnung. Ich wieder, gell? Okay, wir schauen jetzt mal. Das sieht auf jeden Fall schon mal voll edel aus. Oh Gott, hier sind überall Haare. Ich will jetzt wissen, was da drin ist. Jetzt kam das an. Wisst ihr noch von meiner elektrischen Zahnbürste, wo ich total gedacht habe, so, hä? Ich habe mit der Firma doch irgendwas anderes ausgemacht. Was haben die denn mir geschickt? Wobei ich die Zahnbürste nach wie vor, ich benutze die jeden Tag und ich feiere diese Zahnbürste, gell? Also ich hatte noch nie in meinem Leben so eine coole Zahnbürste wie die. Und jetzt habe ich das bekommen, was ich eigentlich dachte, was ich zuerst kriegen sollte. Ja, was ist das? Das sieht ja mal. Das ist nämlich so ein Ding hier. Ups. Hier, so eine Spitze, da kann ich hier so, ne, die Zwischenräume besser sauber machen. Das ist jetzt nur der Akku total leer. Und da ist nur so ein USB-Ding dabei. Wie specialig ist das denn? Und dann ist es das gleiche, noch die gleiche Größe nochmal. Ja, ja. Oh, da habe ich das Ding. Ist die gleiche. Nee, das ist nicht die gleiche Größe, das ist ein anderer Aufsatz. Einmal spitz. Naja, ihr seht wieder gar nichts. Fokussiert nicht. Ist der dumm oder so? Naja, ihr seht schon. Einmal spitz und einmal nicht so spitz halt. Und das habe ich eigentlich damals gedacht bei der elektrischen Zahnbürste, dass das kommt. Ich will es jetzt austesten. Und dann macht man das da. Ich will das ganze Ding hier auseinandernehmen. Sag mal, was ist denn da alles? Aha. Dann laden wir das Ding doch mal auf und dann schauen wir mal, wie das ist. Und das habe ich auf jeden Fall gedacht, dass ich das krieg. War auch eigentlich so ausgemacht. Und dann kam mir die elektrische Zahnbürste. Und eigentlich dachte ich ja, dass ich das Teil kriege. Dann kann es selber den Zahnstein, ne, entfernen, wie beim Zahnarzt. Fand ich irgendwie cool, ne? Work, clean, normal und soft. Da gibt es auch wieder unterschiedliche Einstellungen. Ich stecke es mal an und danach schauen wir mal, ne? So, ich war jetzt gerade beim Aldi einkaufen und dachte mir, das nehme ich euch gleich mal auf. Also, ich zeige euch meinen Einkauf. Ich nehme es euch mal auf. Ja, ja, wisst schon Bescheid. Weil wir haben Brot gekauft und wie immer, wenn ich Brot kaufe, gehe ich irgendwo zum Einkaufen und wie immer kommt nicht nur Brot mit. Einfach Brot für die Brotzeitboxen und keine Ahnung, wir haben einfach gar kein Brot mehr da gehabt. Deswegen habe ich hier einmal ein Paket Brot mitgenommen, unser absolutes Lieblingsbrot. Es war zufälligerweise sogar noch auf 30% runtergesetzt, obwohl es noch haltbar ist. Ich denke, das machen die immer ab und zu. Es ist also immer noch schön weich und alles. Hat 1,19 Euro minus 30%. Ihr wisst, ich suchte die. Ich habe echt schon überlegt, wie viele Packungen ich mitnehmen soll. Aber ich habe nur 2 Packungen mitgenommen, weil ich gesehen habe, sonst kosten sie 99 Cent und jetzt sind sie halt gerade beim Aldi für 79 Cent im Angebot. Das muss kommen. Ich kaufe lieber nur 2, weil irgendwie esse ich die ja wie nichts auf. Die sind in 0, nix bei mir leer und wenn ich zu viele da habe, also mit meinen Milka-Schokoladen, die, wo ich ja so übelst im Vorrat gekauft habe, Leute, da sind jetzt fast keine mehr da. Und so lange ist es jetzt auch noch nicht her. Deswegen. Selbstschutz habe ich mir nur 2 mitgenommen. Dann habe ich einmal für mich ganz normale Kaugummis. Ich habe immer irgendwie gerne Kaugummis in der Handtasche, keine Ahnung. Wenn man mal denkt, man hat Mundgulli im
Mund, dann braucht man Kaugummi. Deswegen habe ich immer Kaugummis eigentlich dabei. Und meine Mädels lieben Kaugummi auch. Leider gibt es nicht die Erdbeer, sondern nur so Tropi irgendwas. Und ja, die mögen ja keine scharfen Kaugummis. Die sind halt ein bisschen süßlich. Normal mögen die Erdbeer-Kaugummis, aber die gibt es anscheinend nur beim Kaufland oder vielleicht beim Lidl. Beim Lidl habe ich ehrlich gesagt noch nie bei Kaugummis geschafft. Na egal, auf jeden Fall haben sie jetzt Tropi und da kostet jeweils, egal welche, 59 Cent. Für zwei Pakete Kaugummis, da kann man nicht meckern. Dann habe ich zwei Gürkchen noch mitgenommen, weil die 39 Cent gekostet haben und Gurke geht einfach immer. Also das einzige Gemüse, was immer geht, ist Gurke bei uns. Gurke geht immer. Essen auch alle. Mittlerweile auch die Kleinen. Anfangs, was ist das denn? Anfangs hat sie die Gurke nicht, voll wabbelig, nicht so gern gemacht. Und dann hat mir mein Mann noch schnell geschrieben über WhatsApp. Ja. Dann habe ich geschrieben, ob ich Hähnchen kaufen kann. Er Hähnchenschenkel. Natürlich kann ich Hähnchenschenkel kaufen. Und auch die kamen mit für 2,99 €. Insgesamt habe ich 7,11 Euro ausgegeben beim Aldi. Und ich hatte noch eine Dose abgegeben, minus 25 Cent. Ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, ich kann ja mal dieses elektrische Ding mal kurz holen. Müsste ja jetzt aufgeladen sein, wollte ich noch sagen. Bin schon aufgestanden, habe auch schon auf ausgedrückt. Ja, ich habe gerade mal an. Wie geht das hier an? Ist doch jetzt aufgeladen sein. Ah. Oh, sag ich mal. Hört sich an wie ein Zahnarzt. Das ist cool. Also es vibriert halt. Gibt wieder unterschiedliche Stufen. Clean, Work oder Soft gibt es auch noch. Man muss aber sehr fest draufdrücken. Oder bin ich zu doof? Ich glaube, ich bin einfach nur zu doof. Man muss nicht fest draufdrücken. Sorry, Leute. Ich finde es ja cool. Das ist cool. Also sollte man halt vor dem Spiegel machen und nicht vor der Kamera. Wie geht's jetzt wieder aus? Also wenn ihr so ein Teil sucht, ne? Ich habe bestimmt wieder einen Rabattcode unten in der Infobox. Könnt ihr ja gerne vorbeischauen. Falls ihr für euch für so einen Zwischenzahnreiniger, wie auch immer, interessiert. Zahnsteinentferner. Ich wusste davor gar nicht, dass es sowas gibt. Ich dachte, sowas haben nur Zahnärzte. Das war auf jeden Fall das Produkt, was mich eigentlich vorher interessiert hat, bevor der elektrischen Zahnbürste. Weil die elektrische Zahnbürste, habe ich mir gedacht, habe ich sowieso schon, brauche ich keine. Aber das hat mich interessiert und ich bin echt gespannt. Ich werde es jetzt mal benutzen. Also nicht nur so wie jetzt gerade, sondern halt ein bisschen genauer. Das finde ich schon cool, weil manchmal hat man ja hier irgendwo so komische Zwischenräume, die man mit der Zahnbürste gar nicht wegkriegt. Und mit der Spitze hier kriegt man das dann auf jeden Fall weg. Ja. Für manche war das wahrscheinlich jetzt wieder widerlich, dass ich meine Zähne in die Kamera gehalten habe. Es tut mir leid. Oh ja, Leute. Also, alles weitere unten in der Infobox zu diesem Zahnreiniger. Wie nennt man das Ding? Keine Ahnung. Ja. Es funktioniert auf jeden Fall. Man muss aber beim Einschalten, ich glaube, nur länger draufdrücken. Ah, nichts drücken mit Gewalt. Einfach nur länger kurz warten. Und dann geht's an. Ah, einfach nur lang genug draufbleiben. Ich drück und drück, das geht nicht. Egal. Ja, ich gehe jetzt mal die Sachen aufräumen. So, wir sind gerade fleißig alle am Arbeiten. Meine große Tochter ist so fleißig. Die hat den ganzen, das von dem Beet ist das, das ganze Holz, hat die jetzt schon hierher geschleppt. Das verbrennen wir halt, das verfeuern wir. Und das ist noch ein bisschen durchtrocknet, weil es sehr nass ist. Tun wir das da zwei Zwischenlager und das hat meine Tochter, die Große, ganz alleine bis jetzt dahin getragen. Und zeig euch mal, wie weit wir schon sind. Ach, die läuft die ganze Zeit, fleißiges Bienchen. So sieht der Stand jetzt aus vom Beet. Deswegen liegt halt hier jetzt gerade alles rum, wie man sehen kann. Das Holz, die Umrandung haben wir jetzt schon weggemacht. Und das ist jetzt sozusagen noch der Rest Erde, der dann auch noch hier weggeschaufelt werden muss. Weiß nicht, wie weit wir kommen. Also ich trage hier gerade meine kleine Tochter durch die Gegend, weil die keinen Bock mehr hat. Ne, hier Luana? Keinen Bock mehr. Deswegen kann ich gerade nicht mithelfen. Aber meine Große ist so fleißig. Mann, mega. Hm? Ja. Da merkt man wieder den Altersunterschied. Jetzt wäre ich fast hingefallen. Ja.
das schneiden wir eben hier noch alles klein und machen das und ja. Keine Ahnung, wie viele Tage jetzt später, ich glaube so 3 Tage später ist es mittlerweile schon, aber es ist einfach nichts Interessantes passiert, deswegen habe ich euch da einfach nicht mitgenommen. Wir haben allerdings, oder beziehungsweise mein Mann hat allerdings den Garten, das Hochbeet, da habe ich euch ja in diesem Vlog die ganze Zeit schon mitgenommen. Wir haben es endlich vollbracht und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich zeige es euch mal. Moment. Da ist jetzt die ganze Erde, ich weiß nicht, ob man das sieht, hier, die haben wir hier jetzt überall hingelegt, also das ist halt ein bisschen aufquillt, weil unser Garten ist hier eh ein bisschen buckelig, ganze Laub, also der Baum macht so viel Dreck, seht ihr ja, überall Laub, das müssen wir jetzt demnächst auch mal wegfahren, ich glaube, das machen wir morgen, und tada, das Hochbeet ist komplett weg, das Holz haben wir alles zusammengeschnitten, hier, das setzt sich halt ein bisschen höher noch momentan, aber das setzt sich noch alles. Da haben wir dann Grassamen, beziehungsweise da hat mein Mann noch keine Grassamen dazu getan, weil er sagt, das sind lauter so große Brocken und das muss man noch bis hier aussortieren. Die können wir nicht liegen lassen. Aber im Endeffekt, Hochbeet ist weg. Ja, und wenn da Wiese dran ist, dann ist es auch wieder sticky. Vor allem der Baum wurde jetzt eh immer größer und größer und dann hätte das Hochbeet, da hätte man eh keinen Platz mehr richtig gehabt, da rumzulaufen. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Und dann liegen halt jetzt nur noch die Reste vom Hochbeet. Das ist mal jetzt dann auch noch im Müll oder ich weiß gar nicht, wo entsorgt man sowas. Wertstoffhof wahrscheinlich. Wegfahren, weil was soll man jetzt mit dem Zaun hier noch? Und das da, ich denke, das hebt man mal auf oder das verfeuern wir. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, was für eine schöne Ansicht. So, nach wie vor haben wir noch unser Sofa-Problem. Ihr wisst ja noch, wir haben das hier ausgetauscht und jetzt ist auf der Seite das gleiche entstanden. Also es sieht einfach nur, weiß ich nicht, richtig asslig aus, ne? Deswegen brauchen wir definitiv, schaut euch das Sofa nochmal an. So eine riesen Sofa brauchen wir auf jeden Fall nochmal. Es kann sogar ein bisschen länger sein bis hinter. Die Länge ist allein schon, ich habe es gestern gemessen, 3,80. Und das hier, das vordere Stück, das hatte zwei, oh, ich habe noch einen Zettel geschrieben, aber der Zettel... Wie immer ist mein Zettel hier weg, ja, keine Ahnung. Ich glaube 2,20 war das. Nee, ich glaube das waren 2,30. Ich muss nochmal messen. Und da sind es 2,180, glaube ich. Ja, auf jeden Fall ein riesen Sofa brauchen wir. Wir haben jetzt schon in sämtlichen Möbelhäusern geschaut. Nirgends habe ich was gefunden. Also vor allem nicht die Größe, wenn dann sind die immer viel kleiner. Das Sofa haben wir damals vor 10 Jahren, also es ist schon 10 Jahre alt, beim Poco. Ja, beim Poco haben wir das gekauft. Also richtig Glück gehabt. Das hat auch super in unser altes Wohnzimmer gepasst. Das hat genau in so eine Nische gepasst. Ja, aber das hat jetzt einfach, also ihr seht es ja, das sieht einfach asslig aus, oder? Nee, sowas können wir jetzt auch nicht länger lassen. Deswegen bin ich jetzt schon die ganze Zeit am Gucken, online. Einfach online Sofa bestellen. Schreibt mal, wo habt ihr euer Sofa her? Hat von euch jemand schon mal online ein Sofa bestellt? Was sind da so eure Erfahrungen? Weil man kann ja nicht fühlen oder anfassen, sondern man bestellt und dann muss man damit zufrieden sein, oder? Das würde mich mal interessieren, eure Erfahrungen, ja. Und ich werde jetzt, ich habe meinen Laptop schon rausgeholt, werde jetzt online ein bisschen Sofa schauen gehen. Es ist mittlerweile schon 17.02 Uhr und ich mache gerade unser Abendessen, beziehungsweise Resteverwertung vom Burgeressen bestimmt. Habt ihr das schon gesehen? Habe ich das mitgefilmt? Ja, auf dem Food Diary auf jeden Fall. Da habe ich ja, wir haben eine Burgerparty zu Luanas Geburtstag gehabt und da habe ich jetzt noch Käsereste übrig gehabt. Wurstreste hatten wir auch noch übrig. Ich weiß gar nicht, von was war. Das war vom Kindergeburtstag, von der Pizza. Da haben wir Schinkennudeln draus gemacht und jetzt machen wir hier Käsespatzen draus und für die Kinder ohne Käse, weil die das nicht so mögen, aber dafür mit Soße. Natürlich habe ich die selber gemacht, habe schon alles abgespült, weil Kässpatzen, also wer macht Kässpatzen nicht selber? Das geht so, so rucki-zucki schnell, einfach Spätzle, Eier, Mehl, naja, ihr wisst schon. Ihr wisst ja, wie Kässpatzen gehen, gell? Und da kommen dann noch geröstete Zwiebeln drüber und fertig und man hat ein schnelles, leckeres Abendessen. So, ich beende mal diesen chaotischen Vlog. Ich habe gerade die Zähne ausgewaschen, weil meine Tochter hat wieder einen Zahn verloren, die hat jetzt... Den da verloren heute. Ja, jetzt habe ich sie gerade alle ausgewaschen und ausgekocht. Hier auf dem Zeber liegen sie, damit die auch lange halten. Das steht da so dran. Und dann kommen die jetzt immer in die coole Box rein. Finde ich echt voll süß. Da habe ich jetzt noch alles drauf geschrieben. Da Geburtsgewicht, wie viel Körpergröße sie hatte und so. Ja, voll süß. Naja, auf jeden Fall wollte ich jetzt diesen Vlog mal beenden, weil ich mir dachte, ich habe jetzt noch dann Zeit. Die sind nämlich gerade oben baden. Wir haben es 18.28 Uhr, mein Mann badet gerade die beiden Mädels
Und dann gibt es auch die Milchflasche und dann geht es auch schon schlafen. Ja, und ich dachte mir, dann kann ich wenigstens das Video schneiden. Dieser chaotische Vlog, der über mehrere Tage gegangen ist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr hattet irgendwie Lust und Freude am Zuschauen. Über einen Daumen nach oben, wisst ihr, freue ich mich immer riesig. Und über ein kostenloses Abo natürlich würde ich mich auch riesig freuen. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag noch und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao!